Das hier ist die dritte Folge vom Turmgeflüster-Podcast. Heute haben wir wieder mal dabei die Lea, die jetzt einfach so at this point sagen wir komm. Die Lea ist jetzt einfach immer dabei und macht das bisschen mit mir. Und außerdem Ja. haben wir heute auch einen neuen Gast, und zwar die Marlene. Und wie auch schon in den letzten Folgen, werden wir jetzt einmal kurz ein bisschen die Marlene fragen, was bei ihr so los ist. Und ich habe mir zwei Fragen gedacht. Erstens, findet trotz Corona Jared Island, aka Camp Mars, wird es noch stattfinden? Und zweitens, kann man noch reiten gehen trotz Corona und können Pferde Corona kriegen? Oder sind die darauf resistent? Okay, also hallo erstmal. Das ist ein ganz neues Format für mich. Ich bin ganz begeistert hier und mag auch den Podcast wahnsinnig gern. Okay, erste Frage, Mars Island. Ja, das ist so eine große Sache, gell? Wir wissen es alle nicht. Die Leute rasten alle halb aus im Internet, weil die Leute ja doch auch was bezahlt haben dafür und Flüge gebucht haben und Zeug. Und manche Flüge wurden jetzt auch schon abgesagt für Mitte August. Zum Beispiel Ryanair hat alle Flüge schon abgesagt dafür. Ja, wir wissen es einfach nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, weil ich meine, der ist ja der größte Hypochonder, den es auf diesem Planeten gibt. Oh, Jared der Davis hat ist dann. schlechte Und Voraussetzungen. das sind nochmal schlechte Voraussetzungen. Aber vielleicht ist ja bis August alles wieder gut. Wer weiß. Ich bin immer optimistisch, aber ich glaube nicht. Und kann man da dann irgendein Geld zurückkriegen oder ist das alles Ja. verloren? Nee, also sie müssen einem das Ticket wieder zurückgeben. Entweder das oder sie verlegen es auf nächstes Jahr oder auf, keine Ahnung, einen späteren Zeitpunkt. Aber ich denke, dass sie einem das Geld wieder zurückgeben. Ganz einfach. Immerhin, Weil ja. sonst gäbe es, glaube ich, auch einen Aufstand. Einen Ja. kleinen. Weil das ist ja nicht gerade günstig. Ja. Nee, jetzt eher nicht. Genau. Und reiten, nee, reiten kann ich jetzt gerade nicht gehen. Also man kann natürlich zu seinem Pferd gehen, wenn man ein eigenes Pferd hat. Aber da gibt es auch bei den meisten Reithöfen so Zeitslots praktisch, dass jeder 1,5 Stunden zu seinem Pferd darf. Und dass nicht zu Alter. viele Leute auf einmal da sind. Und ob das ein Pferd kriegen kann, weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz. Ist noch nicht so ganz erforscht. Okay, Also ja. kriegen wahrscheinlich nicht, aber es könnte ein Übertrager sein, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber das heißt, du jetzt mit Reitbeteiligung kannst halt momentan gar nicht. Nee, nee. Okay. Und Ja. da fällt mir gerade noch ein, hast du den Artikel geschrieben im Tagespropheten, die Reitbeteiligung des Harry Potter? Nein. Okay, weil das habe ich gesehen auf dem Cover, das die Christine schon geschickt hat und habe mich gefragt, ob das wohl die Marlene geschrieben hat. Ich Aber habe dann mich nicht. gefragt, wer das geschrieben hat, aber ich weiß nicht. Wir werden es noch sehen. Ich freue Genau. mich eh schon, ich freue mich eh schon auf den Tagespropheten. Ich habe schon so eine Lust drauf, mal wieder Ich eins zu auch. lesen. Und das Total, Cover ja. war ja mal wieder mega. Ich habe hier auch jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mit Fabienne abends auf einmal so einen Anfall gehabt, wo wir alte Kinderserien wieder durchgeschaut haben. Also halt, welche es so gab früher. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben einfach so auf Kika durchgescrollt im aktuellen Programm und da sind Sachen aufgetaucht, die ich jahrelang aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte. Und jetzt möchte ich euch auch daran beteiligen. Kennt ihr noch Au Schwarte? Ja. Oh mein Gott, ja. Das war so lustig, das zu sehen, weil das war wirklich so eine Serie, die ich eigentlich oft gesehen habe und komplett vergessen habe, dass sie existiert. Und der Fabian und ich haben das so gesehen und war so, oh mein Gott, Au Schwarte ist auf einmal zurück. Und jetzt im Nachhinein ist es halt so hässlich. Also es ist einfach so hässliches CGI, diese Tiere. Und es ist Ja. eigentlich so lazy, so auf die Hintergründe und so gemacht und nicht schön und nicht schön fürs Auge eigentlich, aber ich habe das geliebt. Ja, ich fand das irgendwie immer voll geil, was eine Serie, die voll gehypt wurde und ich so scheiße fand, war dieses Angelo. Kennt ihr das? Ja, Ich ja. war, es hat mich so aufgeregt. Immer wenn das kam, war ich so, Mann, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht irgendwas Geiles kommen, so wie Kim Possible oder so. Kim Davon habe ich Possible. letztens eine Folge angeschaut. Das war so geil. Es ist sowieso super Kim Possible. Ja. Es ist voll toll. Aber ich mochte sogar Angelo tatsächlich ab irgendeinem Punkt ganz gern. Also muss ich leider zugeben. Ich sehe Ja. schon. Okay. Aber eine Serie, die sich auch zurück in mein Bewusstsein gedrängt hat, wo ich auch richtig lang danach suchen musste, ganz ehrlich, ich habe so krass recherchiert, weil ich wusste, dass ich die gesehen habe. Aber die ist nicht mehr im aktuellen Kika-Programm und auch auf Wikipedia, wo man alle Kika-Serien sieht, eigentlich, da war sie auch nicht dabei. Aber ich wusste, dass ich das gesehen habe. Und zwar, die Handlung ist folgendermaßen, das heißt Mystery Challenge, habe ich dann rausgefunden, indem ich auf so einer Seite
alle Kika, das komplette Fernsehprogramm von Kika ab dem Jahr 2007 oder so durchgescrollt habe, bis ich dann bei 2010 gefunden habe irgendwann. Das heißt, das ist Mystery Challenge und es war so, dass da so Kinder in so gruselige Orte, zum Beispiel irgend so ein Schloss oder so gegangen sind und dann da so eine Art Schnitzeljagd gemacht haben und sich dann da irgendwie abseilen mussten und irgendwie so durch dunkle Räume laufen und immer so Sachen finden. Und ich weiß nicht, ob euch das noch irgendwie bekannt vorkommt, aber ich kannte das halt und habe dann verzweifelt danach gesucht und es auch endlich gefunden. Und auch Karin in Action habe ich auch wieder. Hey, das kann ich auch. Das ist cool. Ich Ja. habe das Gefühl, das habe ich so einmal gesehen oder so, aber keine Ahnung, sowas richtig Geiles war halt so Wissen macht A. Ja, Das das war war super. aber Shari hat aufgehört, gell? Es ist nur noch Ja. Ralf da. Oh. Ja. Ja, aber die beiden waren das perfekte Duo, weil jetzt im Nachhinein war einfach Shari so die sarkastischste, geilste Person überhaupt. Ja, so, ist Die so. hat, das hat so gut zusammengepasst, wirklich. Ich Ja. habe sogar irgendwie bei uns war mal der Fernseher kaputt und ich wollte so dringend Wissen macht A sehen, dass meine Mutter an ihrem halt Computer auf die Internetseite von Kika gehen musste und dann schauen musste, um ob es da irgendeine Folge hochgeladen gibt. Und Gott sei Dank gab es eine und ich habe so geweint, als unser Fernseher kaputt war wegen Wissen macht A einfach. Oh. Ja. Ja, das hat echt richtig delivered, finde ich auch. Total. Ja, das ist auch bis jetzt noch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch drinnen mit, ich habe da mal was vorbereitet, weil die das immer gesagt haben. Das kommt daher. Ja, Ich ich bin mir achte, ziemlich sicher, ja, dass es von voll Wissen cool. macht A kommt. Irgendjemand hat immer gesagt, ja. Und da haben wir mal, also wir machen jetzt so ein Experiment. Und dann hat der andere mal gesagt, also einer von den beiden halt dann, ich habe da mal was vorbereitet. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es Ich da auch seinen nicht. Ursprung hat. Ich würde sagen, einfach die Insider, jetzt immer wenn Marlene sagt, ich habe da mal was vorbereitet, müssen alle, die diesen Podcast hören, A sagen. Okay, das Okay. ist Schau gut. mal, ob sich das etabliert, ja. Das ist gut. Dann Okay. wissen wir, wer den Podcast angehört hat und wer nicht. Ja, Ja. genau. Hier werden Insider geschaffen, trotzdem, dass es keine Treffen gibt. Bam. Durch diesen Satz habe ich mich gerade so durchkämpfen müssen. In meinem Kopf Habe ich habe ich nichts. gemerkt. Ich war so, Ja, kommst du habe noch ich. an am Ende? Was ich aber auch Trotzdem. festgestellt habe bei den Kinderserien, als ich dann Pur Plus gesehen habe, ist, dass ich kann das nicht mehr mit gleichen Augen sehen, seit wir Erik Meier getroffen haben. Moderator von Pur Plus und er sich einfach unfreundlich von uns gesagt hat, ja, ich muss jetzt auch mal woanders hingehen und er sich halt einfach umgedreht hat und mit anderen Leuten geredet hat. Und das Ja, seit stimmt, dieser ja. Vorfall war, kann ich halt den nicht mehr mit gleichen Augen sehen. Das ist so strange. Und ich habe richtig Angst, dass jemand wie der Ralf oder so der Willi von Willi will's wissen genauso scheiße wäre. Ich will die, glaube ich, gar nicht treffen. Ja, Da bin ich stimmt. gespannt, wie erhalten bleibt. Ich hab den Willi mal getroffen von Willi will's wissen. Ich war super klein, aber er war sehr nett. Okay. Glaube ich. Aber ich war auch winzig, also von dem Pech. Bei uns war auch mal der Ralf im Fitnessstudio, in der Sportschule Puch war auch mal der Ralf zu Gast. Aber ich Was? Ja, genau, warum leider? Ich kann mich, aber da gab es mal einen Vorfall, wo der Ralf einfach irgendwie da war. Ich war da Hä? nicht da an dem Tag. Oder der war dann irgendwie von so Fernsehleuten halt da irgendwie abgeschirmt. Ich habe den nur von Weitem gesehen oder so. Aber als ich ein Kind war, war der mal in der Sportschule Puch. Das muss ich mal recherchieren nach dem Podcast, warum der da war. Okay. Ich finde es Oder sehr irgendwie schön, dass du währenddessen. gesagt hast, Vorfall. Da gab es Ja, noch einen Vorfall. das klingt wie so ein schicksalhafter Incident irgendwie so. Und dann kam Ralf. Oh, ich habe übrigens eine Sache, die ich noch unbedingt ansprechen wollte, war, ob ihr das manchmal macht oder ob das nur ich bin, die so komisch ist. Manchmal, weil ich finde, man denkt manchmal drüber nach, so, es ist ein komischer Gedanke, dass halt alle Menschen die ganze Zeit so denken und so eigenständige Persönlichkeiten sind und nicht nur du. Und das weiß man natürlich. Oh Aber trotzdem, ja. es ist halt ein komischer Gedanke, dass jeder so den ganzen Tag halt irgendwelche Gedanken vor sich hin denkt. Aber am ehesten merke ich das, wie unterschiedlich und wie eigen alle Menschen sind auf YouTube. Und zwar, manchmal, wenn halt jemand einen komischen Kommentar schreibt oder unter ein Video, klicke ich einfach manchmal auf das Profilbild halt und klicke auf diesen Kanal und schaue mir die Playlisten an von den Leuten und gucke einfach, was die Leute so in ihre öffentlichen Playlisten packen. So, das mache ich manchmal so als Sozialfeldstudie irgendwie. Und da sind Sachen drin, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also da gibt es dann die verrücktesten Playlisten, die heißen dann irgendwie einfach nur R oder so. Oder die Playlist heißt dann irgendwie L. Und da sind dann Wrestling-Videos, irgendeine ganz komische Musik, irgendein
verpixeltes Video aus einem Diner in Ohio, wo irgendwer irgendwas sagt, dann irgendwas von Videospielen. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und das kann man echt mal machen, einfach fremde Accounts abchecken auf YouTube. Klingt jetzt creepy, ich Ich weiß. wusste gar nicht, dass das geht, dass man irgendwie auf einen Account gehen kann und dann da sieht, was die Person sieht, praktisch. Ja, Voll nur wenn das die Leute halt in ihre Playlisten tun. Also du kannst halt Playlisten erstellen auf YouTube und die dann auf öffentlich oder privat stellen. Und wenn die Playlist ja. öffentlich ist, kann das halt jeder sehen. Ich kann es ja vielleicht irgendwie mal live machen. Aber ich muss sagen, ich war auch mal, das war irgendwann vor ein paar Jahren, saß ich so im Stau und dann war ich so, jede Person um mich herum hat ein eigenes Leben. Keine Ahnung, das ist so, das sollte so offen, also das ist ja offensichtlich so, aber trotzdem war ich so, oh mein Gott, bei dem ist vielleicht, keine Ahnung, die Mutter schon gestorben und der hat vielleicht, muss er jeden Tag in so eine Büchsenfabrik gehen oder so, keine Ahnung, halt so richtig, jeder hat ein eigenes Leben und eigene Sachen erlebt und nicht die ganze Welt dreht sich um einen selbst. Das klingt Ja. blöd, aber keine Ahnung. War voll der Ich sehe Mindblow. manchmal so die existential thoughts, die einen auf einmal heimsuchen. Mir geht das Ja. auch relativ oft so, dass ich auf einmal so bin, oh mein Gott, das ist, wo einem auf einmal so Sachen klar werden. Ja. Aus dem Nichts. Mir Und das wird ist auch so eine Sache. zwischendurch immer klar, dass Leute, das hört sich jetzt ganz doof an, aber dass Leute aus ihren eigenen Augen rausschauen. Also wenn ich an jemandem vorbeigehe, dass derjenige sich selbst nicht sieht, sondern mich so, wie ich ihn sehe. Ja, genau, das finde ich auch Wisst ganz kurios, weil ich schaue ja alle Leute auf der Straße an, halt einfach so im Vorbeigehen und die bleiben ja auch wirklich hängen oder so. Das sind ja irgendwelche Leute, aber für jeden dieser Menschen bin ich ja auch nur so ein Passant. Genau. Der kennt mich ja auch überhaupt nicht und das muss ich mir dann auch manchmal klar werden, weil jetzt auch an der Uni zum Beispiel habe ich tatsächlich manchmal von Leuten, die ich gerade so ein bisschen kennengelernt habe, so gehört, die dann irgendwas zum Beispiel über mich erfahren haben. Wie, als ob wenn es jetzt nur Poetry Slam oder so ist. Und dann hat einer zu mir gesagt, so ja, keine Ahnung, das macht dich gerade, das ist gerade interessant, das über dich zu erfahren, weil da sehe ich dich jetzt irgendwie mit ganz anderen Augen, weil davor hatte ich den Eindruck, du bist so sehr distanziert und reserviert und so. Und ich glaube so wirklich auf Leute, die mich nicht kennen, oft. Und dann muss ich mir halt dann immer erstmal wieder darüber klar werden, dass die ja nicht sehen, was ich denke. Also ich weiß ja, wer ich bin, aber die nicht. Und das ist halt erste Eindrücke von dir ständig irgendwo. Also irgendwer macht sich ja ständig Total. einen Eindruck von dir. Ich suche gerade übrigens immer noch nach Playlisten. Also das läuft die ganze Zeit nebenbei. Das ist natürlich der Vorführeffekt, dass ich jetzt keine guten Sachen gerade finde, aber die Recherche läuft. Das Ich werde dir Umfeld. dann nach dem Podcast findest du so die Playlist, keine Ja. Ahnung. Wahrscheinlich, wo dann der verrückteste Shit so drin ist. Da müssen wir es nochmal machen. Tja. Apropos verrücktester Shit, hat irgendjemand von euch Black Mirror gesehen? Nee. Ja, einige Folgen, aber nicht alle. Die erste Folge geht darum, dass der Prime Minister in England Oh ja. wird praktisch erpresst, dass die Prinzessin von England getötet wird, wenn er nicht, also er muss auf nationalem Fernsehen praktisch alle Broadcasts. Ich habe es auf Englisch angeschaut, deswegen fallen mir jetzt gerade nur die englischen Wörter ein. Sorry. Egal. Aber genau, dass er da, es muss überall gestreamt werden, dass er, wie er mit einem Schwein schläft. Und ich war so, oh mein Gott, Ja, keine das. Ahnung. Es war so, es hat mich voll fertig gemacht und es war voll crazy. Und ich war so, wer kommt auf sowas? Aber es ist gleichzeitig genial. Es ist halt wirklich genial. Und ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, was dann passiert. Also, ich meine, ja. Aber es hat irgendwie mich wirklich erstmal fertig gemacht und ich war kurz so, ich wüsste nicht, was ich machen soll. So ungefähr. Aber dann irgendwann während der Folge ist mir gekommen, natürlich würde ich mit dem Schwein schlafen, weil, also irgendwie ist ja trotzdem das Leben von der anderen Person und alle wissen auch von dem Deal. Also jeder weiß, dass er es machen muss, sonst stirbt sie und dann weiß ich so, okay, ich würde es auch machen. Weil sonst wird man wahrscheinlich von jemandem einfach umgebracht dafür, dass man diese Prinzessin hat sterben lassen oder sowas. Also, Ja. das ist mehr dann, also dann hast du trotzdem noch so irgendwie ja eine heroische Seite an dir, anstatt dass du einfach nur jemanden sterben hast lassen. Und das fand ich voll Ja. krass. Würdet ihr mit dem Schwein schlafen oder die Person sterben Ja, lassen? natürlich. Ich würde Ja. es auf jeden Fall machen. Aber ich Ja. muss dazu sagen, dass ich glaube, dass es als Mann einfacher ist, mit dem Schwein zu schlafen, als als Frau. Definitiv. Auf jeden Fall, vor allem, ich glaube, das Schwein wird vielleicht auch einfach nicht weitermachen.
Ja. Du musstest Jetzt Schwein, mal du ganz musst dir blöd. wahrscheinlich dann da irgendwie, keine Ahnung, oh, da will ich jetzt gar nicht so genau drüber nachdenken, aber da wird halt dem Schwein in der Folge einfach irgend so ein Futtertrog hingestellt und der Mann Ja. macht es halt dann so, während es Ja, halt gut. in Ruhe frisst. Aber ja, aber du bist richtig late to the party mit Black Mirror. Das ist ja Ja. schon Ich weiß, ewig ich lang ein weiß. Ding. Die Serie ist ja von 2011 und da gab es kurz so einen riesigen Hype und jetzt will ich einfach nochmal den Hype wiederbeleben, weil die Serie verdient es. Das war die erste Serie seit einem Jahr, glaube ich, wo ich wirklich zuschauen wollte und nicht irgendwie zwischendurch ans Handy gegangen bin, sondern ich war so, wow. Apropos Geil. Hype und crazy shit und Serie. Wisst ihr, Wir kommen zwischen so, ich packe meinen was Koffer. Ich packe meinen Koffer und packe ein. Crazy Shit, Serie Serie? und dann geht's weiter. Und wisst ihr, was dabei rauskommt? Habt ihr es mitgekriegt Hannibal. im Internet? Hannibal. Nein. Oh. Tiger King. Ich habe es noch nicht Was? gesehen, aber ich will es noch sehen. Schau es Ah. dir an. Es ist so. Es ist. Man kann es nicht beschreiben. Wie heißt die Serie? Ich habe es nicht verstanden. Ne? Tiger King. Hast du es noch nicht mitgekriegt? Das, was ganz oben Nö. bei Netflix auf der Startseite die ganze Zeit einem um die Ohren gehauen wird, genau. Und auch im ganzen Internet, die Leute auf Twitter spielen verrückt wegen dieser Serie. Alle haben es Worum geht's angeschaut, also da? nicht alle, aber super viele. Um einen Typen, der einen Zoo hat. Also es ist eine Doku-Serie in Amerika, in Oklahoma. Und es ist der Tiger King. Und das ist eine Miniserie, 7 Folgen sind es jetzt hat. Es kommt nächste Woche kommt noch eine Bonusfolge raus, zum Glück. Und es ist halt so eine Doku-Serie und man denkt halt, ja, das ist jetzt nicht so interessant. Der Typ hat da so ein paar Tiger. Herzlichen Glückwunsch. Interessiert. Ja. Aber die Leben von diesen Hauptcharakteren, also die Leben, das Leben von den Hauptcharakteren ist so bescheuert, dass man es unbedingt anschauen muss. Das fühlt sich an wie geskriptet, aber es ist nicht geskriptet, das ist wirklich so. Also Oh es ist mein wirklich Gott. so krass viel passiert in deren Leben, dass es so abartig ist. Du musst es unbedingt anschauen. Werde ich. Es Und ich ist. habe auch noch eine letzte Netflix-Empfehlung für jetzt. Und zwar, wer es immer noch nicht angeschaut hat, do it. Und zwar John Mulaney and the Sack Lunch Bunch. Ich Unbedingt. weiß, Lisa, ich Ja, ich habe weiß. auch noch nicht Ich habe dir das angeschaut. schon vor Monaten gefühlt empfohlen. Und ich empfehle es jetzt nochmal jedem, der das anhört. Es ist ein Comedy-Special, aber so in Form einer Kindersendung mit Musical-Liedern. Und es klingt ein bisschen weird, aber es ist super lustig. Und die Lieder sind auch richtig gute Lieder nebenbei betrachtet. Also dieses ist nicht nur witzig und so ein komischer, spezifischer Humor halt. Allgemein John Mulaney. Einfach besser, also wirklich. Ich weiß, er wird super aufgehypt, aber er verdient es, weil John Mulaney, finde ich, ist einfach ein geiler Comedian, weil ich finde, einfach alle amerikanischen Comedians reden immer über so Gras und Sex und einfach, weiß nicht, so, was man schon tausendmal gehört hat, aber er hat halt einfach geile Sachen erlebt. Er erlebt einfach geile Sachen und erzählt von denen und deswegen kann ich jeden John Mulaney ans Herz legen. Aber also ich muss sagen, sein Stand-up-Comedy holt mich leider echt nicht so ab. Und ich finde allgemein, ich lache nie über Stand-up-Videos. Es ist wirklich, ich kann darüber nicht lachen, egal was ich anschaue. Also ich lache noch nicht mal so mit so bisschen Nasenatmen lachen, so. Nicht mal das, also nichts. Weil ich finde, Comedy lebt von Live-Shows halt. Da muss man einfach live dabei gewesen sein. Ich war auch einmal bei so einer Comedy-Nacht beim Schlachthof. Da waren ungefähr 12 Leute da gefühlt. Das war Oh, da richtig war ich wack auch, irgendwie. oder? Aber ach stimmt, da warst du ja auch. Und da habe ich Ja. teilweise über Sachen richtig hart gelacht, so über die ich, wenn ich ein Video geguckt hätte, nie im Leben gelacht hätte. Aber Lachen bei Videos, finde ich, tue ich eh nur selten. Also wenn, dann hat es mich wirklich beeindruckt. Sonst schaue ich halt einfach zu und bin so im Kopf. Ha, lol, okay. Also es gibt so ein paar Videos, wo ich wirklich laut lachen muss. Es sind viele Cold Mirror Videos. Ja. Da kann ich wirklich, also vor allem, wenn ich dieses erste Mal angucke, Ja, da auch bei wirklich. den Harry Podcasts habe ich auch schon echte Lachflashes wirklich Ja. bekommen. Das finde ich auch mal lustig. Und dann, vor allem, das waren dann auch mal so Situationen, wo ich nachts im Bett lag und meine Mama und mein Papa durften das nicht wissen, dass ich dieses Video anschaue, weil es halt irgendwie 2 in der Nacht war oder so und ich musste mich dann da ganz, ganz leise verhalten. Es hat so mehr oder weniger geklappt, weil ich mal so lospusten musste. Und dann gibt es so also nicht viele PewDiePie-Videos, aber es gibt so ein paar, wo ich wirklich laut lachen musste. So,
Der Girl Weil. from Simulator zum Beispiel. Wenn dann der Untertitel noch so super göttlich ist, der unten drunter steht. Ja, aber ich muss sagen, also PewDiePie, ich verstehe nicht ganz, er ist schon nett und lustig so. Aber wie hat er es geschafft, dass die ganze Welt ungefähr ihm folgt? Und Das ist alle eine ihn gute so Frage, weil abfeiern, weil das irgendwie ist bin ich wirklich so, eine gute also. Frage, weil ich finde auch, dass er halt nicht schlecht ist natürlich und er arbeitet halt mega hart, er uploadet halt jeden Tag mindestens einmal so, also es ist halt wirklich großer Arbeitsaufwand einfach, aber ich finde, er ist halt nicht was ultra Besonderes so. Ja, das stimmt. Und auch die Leute, die dann sagen, ja, aber er ist ja auch echt ein schlauer und so wortgewandter Typ, ja, das stimmt schon, aber halt auch nicht schlauer als andere Leute. Ich finde, das ist eher ein Armutszeugnis an YouTube allgemein, wenn Leute sagen so, ja, aber PewDiePie ist doch auch so schlau. Das zeigt eigentlich eher, dass voll viele andere YouTuber einfach sau doof sind, weil ich finde, er hat halt so eine normale Intelligenz. Ja, und das spricht eher gegen YouTube allgemein, dass da halt einfach mega viele richtig dumme Leute unterwegs sind. Ich glaube, es ist Ja. deswegen, weil er ja praktisch derjenige ist, der angefangen hat, in Anführungsstrichen, also im großen Stil mit diesen Let's Play-Videos damals. Ja. Er ist ja einer der Ja. ersten, der das praktisch erfunden hat, in Anführungsstrichen, sich währenddessen aufzunehmen und sein Gesicht zu zeigen auch noch mit den Let's Plays. Und das war halt was Neues damals. Und dann hatte er halt diese ganzen Skandale und ich glaube, dass man durch jeden Skandal trotzdem Follower dazu kriegt. Weil sich Das dann kann. Leute auch alte Videos anschauen und sich denken, ach, das ist ja eigentlich ganz lustig, das könnte ich mir doch auch mal angucken. Das stimmt. Was halt. Ja. Und dann kam halt das T-Series-Ding und dann wurde es ein Meme und dann. Total. Irgendwann war es nur noch so, haha, Hui. man folgt ihm jetzt halt aus Spaß so. Ja, genau. Und dann ging es halt nach oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er einige Fake-Subscriber hat, so Ja, definitiv. Bot-Subscriber, besonders im Rahmen von dem T-Series-Ding halt auch bekommen hat. Ja. Definitiv. Ja. Aber interessiert ja keinen. Also, Nee. er kriegt ja sein Geld. Ja. 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 Also von dem her. Gut so. Ja. Aber würdet ihr so einen Influencer-Lifestyle leben wollen, wenn ihr euch dafür maßgeblich verändern müsstet? Also halt nicht einfach nur so ein lustiger Influencer, sondern halt so ein Beauty-Influencer, so ein richtig so Fitness-Beauty-Influencer. Würdet ihr das machen wollen, wenn ihr die Chance dazu hättet, aber dann wüsstet so, okay, ich muss jetzt in einem Jahr oder so voll in Shape sein und halt, ich muss dann auch so bleiben und halt die ganze Zeit glatt und perfekt sein. So, würdet ihr das machen wollen, so fürs Geld? Also ich muss sagen, auch fürs Geld ist gut. Allgemein würde ich erstmal nein sagen, weil alle diese Influencer wurden Influencer und leben diesen Lifestyle, weil sie ihn schon praktisch davor leben, weil sie diesen Lifestyle ja auch mögen und ihn schon gelebt haben. Und dann haben sie angefangen, das Ganze online zu stellen und wurden dann dadurch halt berühmt. Aber das ist ja ein Lifestyle, den ich nicht lebe, sozusagen. Und deswegen, also es interessiert mich auch wirklich einfach nicht, irgendwie dann da Fitness zu machen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde es mir nochmal überlegen, aber jetzt, der erste Instinkt wäre so nein. Aber ich muss sagen, das, was du gesagt hast, dass sie davor schon so leben, da würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, weil ich glaube, heutzutage ist es schon so, dass es eine Industrie ist und Leute da so rein gepimpt werden, das zu sein und nicht einfach so, ich stelle dir jetzt mein Leben online, sondern da kann man ja richtig Geld mitmachen so und dass halt Leute dann schon das ganz aktiv so verändern in ihrem Leben, um das zu sein und nicht einfach nur casually so sind wie immer, aber jetzt wird es halt gefilmt. Also das glaube ich Ja, irgendwie. das ist nicht ganz, aber ich meine, das hat sie ja, sonst hätten sie sich ja nicht für den Bereich entschieden, wenn sie sich nicht schon davor dafür interessiert hätten. Ja, Dann okay, hätten sie stimmt. auch einen anderen Bereich wählen können. Ja, ein Interesse muss schon da sein, ja. Also Und ich. also, Ich habe mir in letzter Zeit mal so mehr so Beauty-Influencer, weil ich bin da nie so auf die Schiene mit aufgestiegen, so auf Instagram. Diese deutschen Influencer, die zum Beispiel mal bei Germany's Next Topmodel waren und so, Stefanie Giesinger. ja, zum Beispiel. Dann aber zum Beispiel mal letztes Jahr von Germany's Next Topmodel. Das haben wir dann recht durchgehend geguckt, meine Mama und ich. Und dann hat meine Mama mal diese Vanessa Tam kann, also ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr Germany's Next Topmodel geguckt Nee. habt. Okay, eine von Nee. denen hat sie mal abonniert. Und ich bin davor nie so auf die Schiene mit aufgestiegen, wie das so aussieht, was so ein Beauty-Influencer macht, weil ich bin, wenn dann, den relativ Berühmten gefolgt. Ja. So Kylie Jenner oder so, aber die postet ja, keine Ahnung,
also in ihrer Story fünfmal am Tag und mehr nicht. Zum Beispiel. Und diese Ja. Vanessa, diese etwas unbekanntere Influencerin sozusagen, die postet bestimmt 40 Mal am Tag in ihrer Story. Und es ist Alter. so nervtötend. Das ist der Wahnsinn. Und es würde mich als Person, wenn ich das machen müsste, so aufregen, dass ich alle 3 Minuten mein Handy nehmen muss und dann an meinen Haaren rumfummel und dann sagt, ja, Leute, also interessiert euch das, wenn ich jetzt mal noch eine Roomtour mache? Oder ich bin Nein. jetzt bei meinen Eltern, aber die darf man ja jetzt nicht mehr besuchen wegen Corona und fangen jetzt an zu weinen vor der Kamera. Das würde mich so aufregen. Who Ja, cares? Ich muss auch sagen, wen interessiert? eben. Und ich glaube, dass du so viel Hate da abkriegst in diesem Business und du vergleichst dich so viel, glaube ich, mit anderen Influencern, wie viele Follower die jetzt haben oder wie viele Klicks die haben oder Likes oder was weiß ich und wie viel ich dann im Gegensatz dazu habe. Und das wäre einfach nicht ganz mein Fall, Nee, glaube das ich. stimmt. Also ich muss sagen, keine Ahnung. Ich wäre jetzt kein. Ich muss dagegen sagen, ich glaube, ich wäre schon gern Influencer. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es auch geil. Natürlich, es sind es viele. Also ich stimme auch bei den ganzen negativen Sachen da schon zu. Aber Nee, ich glaube auch, dass irgendwie, es gut ich ist. glaube, der Lifestyle ist ganz. Also man bekommt sehr viel zugesandt und natürlich muss man jetzt viel arbeiten. Aber es klingt jetzt auch nicht wie so halt ein Scheißjob Nee, sozusagen. definitiv nicht. Deswegen, ich weiß nicht, Influencer allgemein, glaube ich, fände ich geil, aber für so Fitness oder auch sogar, ich glaube, Make-up, ich habe es einfach, ich habe nicht den Skill, den da halt Leute teilweise haben. Und warum sollten dann Leute meine Videos anschauen, wenn ich gerade alles noch lerne? Sondern dann schauen sie ja einfach von den Leuten, die schon gut sind, die Ja. Sachen an. Ja. Aber übrigens, jetzt zwischendrin zu meinem Playlist-Thema noch. Ich habe zwei Sachen rausgesucht. Erstens haben wir den Account Sonic Blue 23. Er hat ein paar Uploads. Ein Upload ist zum Beispiel, das heißt einfach nur September, der 29.2014, wo er auf einem Motorrad rumfährt durch die Wüste und zwar 2 Minuten lang. Das war's. Nein. Wow. Mehr passiert nicht. Und dann hat er auch noch zum Beispiel das Upload Chamäleon. Eating Crickets, also Chamäleon isst Grillen. Und Geil. My Tribute to Michael Jordan hat er noch. Okay. Und dann hat er noch Playlists, und zwar einmal Aquarien und einmal Spanish Guitar. So, das ist dann der Account. Und so kannst du dir halt irgendwie so gucken, okay, was ist das für ein Typ? Das ist irgendwie strange. Und einen hatte ich noch gemacht, wo jemand auch nur 4 Playlists hat. Eine heißt Yoga mit 10 Videos. Eine heißt Halloween, wo einfach so ein Tutorial ist, wie man sich so ein Totenkopf-Make-up machen kann. Eins heißt Christmas und das ist ein Video drin, also auch nur ein Video, was 1 Stunde lang geht, was heißt Michael Bublé Full Deluxe. Und eins heißt Woodworking, wo man lernt, wie man sich eine Stichsäge herstellt. Ist lol, aber erstens, also ich muss hier kurz verteidigen, Michael Bublé Christmas Deluxe ist das Weihnachtsalbum. Das läuft bei mir ab Oktober und wird auch nicht abgeschaltet. Das Album läuft bei dir ab Oktober bis Oktober, einfach das ganze Jahr. Okay, Lisa, Du kennst mich. ja, ich wollte nur sagen, es ist fast, als wäre Michael Bublé wirklich geboren für Weihnachten. Das ist seine Berufung halt. Total, Genau. ja. Da gibt es ja nicht den Song von Unheilig, wir sind geboren, um zu leben, sondern ja, Wir sind. das ist geendet. Der Song ist, by the way, irgendwie ein bisschen Trash. Ich weiß nicht. Also geboren, um zu leben. Was ist das überhaupt für ein Lied? Was für eine Musikrichtung soll das sein? Vor Das allem und ich lieber. hat er es nicht für seinen Partner geschrieben, der gestorben ist oder sowas? Keine Ahnung. Stimmt. Keine Ahnung. Und dann finde ich, also. Ja, Aber. aber alles an dieser Band ist auch irgendwie ein bisschen suspekt. Also halt Ja. allein die Band unheilig zu nennen, wie der Typ sein Bart. Und der heißt der Graf. Genau, der Ja, ist der Graf. Deswegen finde ich so ein Beispiel von krampfhaft versuchen, einzigartig zu sein, aber es geht ein bisschen in die falsche Richtung. Stimmt. total. Und dann so irgendwie alles ein bisschen grufti-mäßig. Hat er nicht irgendwie so komische lange Ledermäntel an oder habe ich das jetzt einfach nur im Kopf? Ah, ich Nee, weiß doch, das nicht. ist schon richtig Nee. im Kopf. So einen schwarzen Also. Anzug dann auch. Ja, und dann, aber weißt du, und dann aber so eine Softie-Musik schreiben. Das ist so, hat er eine Zielgruppe? Ich weiß es nicht, weil. Keine Ahnung. Ja, ich habe noch was Kleines zu erzählen, ein kleines Erfolgserlebnis.
oder so würde ich sagen, weil ich habe mit einer Gruppe von Freunden jede Woche ein Telefonat. Jetzt vor allem wegen der Corona-Zeit, keine Ahnung, hätten wir auch schon davor machen können, weil wir leben alle verstreut und eigentlich ist es ganz geil. Aber wir wussten nie, also niemand wusste, worüber man sprechen sollte und es war so awkward einfach die ganze Zeit. Und ich habe die Initiative ergriffen und ich kann es irgendwie jedem empfehlen, weil ich fand es eine lustige Idee. Ich habe dann, keine Ahnung, wie ich das aufgebracht habe, weil ich weiß immer noch nicht, wie ich das einleiten würde, aber ich habe dann gegoogelt, Fragen fürs erste Date. Und dann kam von Brigitte.de ein sehr schöner Artikel, wo also schon mal die Unterschriften von den Fragen einfach Chefskiss. Das ist so geil, keine Ahnung. Halt so typisch Frauenzeitschrift. Und dann habe ich die einfach immer der Gruppe gestellt und es war total lustig, die zu beantworten. Und es ist nicht immer übers Gleiche reden. Also, sorry, aber niemanden interessiert, was gerade mit Corona ist und niemand interessiert, was gerade bei dem anderen im Studium so ungefähr ist, weil man kann damit nichts anfangen. Man ist dann immer so, ja, cool. Und ich kann es nur empfehlen. Keine Ahnung. Weißt du was? Das werden wir dann jetzt gleich zum Abschluss des Podcasts, werden wir uns diese Fragen stellen. Ich habe das gerade schon mal schnell rausgesucht am Computer und werde euch jetzt gleich eine Dating-Frage stellen, Sehr die cool. beantwortet wird, weil ich natürlich ganz schnell. Ah, okay. Die Unterschriften sind wirklich richtig gut. Das nehme ich gleich mal hier. Ich nehme die zweite Frage. Die Unterschrift davon ist zugegeben, klingt etwas creepy, verrät aber einiges über das Gegenüber. Und die Frage lautet, was ist dein Lieblingsgeruch? Weiß, und es hat so viel Spaß gemacht, darauf zu antworten. Ich fange einfach mal kurz an, Ja. weil ich habe mir da ja schon Gedanken gemacht. Und zwar finde ich den geilsten Geruch. Wir fahren immer zu einem gleichen Urlaubsort oder allgemein, wenn man ans Meer fährt und dann aus dem Auto aussteigt. Diese erste Brise von so Salzwasser und Wärme und Blumen und so ist einfach so geil. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgeruch. Okay, also meiner muss einfach der Klassiker sein. Regen auf Straße. Oh Das ist ja. einfach ein Classic und es bleibt, ist und bleibt einfach mein Lieblingsgeruch. Ja. Finde ich sehr gut. Ich bin voll am Überlegen. Gott, ich bin noch so unerfahrungsreich. Ich glaube, es ist das Parfüm von meiner Mama, weil wir das Oh. damals in jedem Urlaub dabei hatten, auch im Amerika-Urlaub, und ich war danach. Stand ich bei uns im Badezimmer und dachte mir, boah, hier riecht es voll nach Santa Barbara, also nach dem Strand. Und die Mama meinte nur so, ja, weil es mein Parfüm ist. Und ich war so, wow, dass ein Geruch so zurückversetzen kann an so einen Ort Ja, irgendwie. das ist ja auch irgendwie Ja. bewiesen, dass Gerüche, also der Geruchssinn einer der allerstärksten ist, also am stärksten das Erinnerungszentrum irgendwie triggert. Also das, was Total. da so die Power hat, dich. Ich hatte das auch letztens, das ist dann ganz komisch, da kann ich da manchmal auch gar nicht so den Finger drauf legen, aber dass halt ein Geruch irgendwas auslöst und ich kann mich nicht mal mehr erinnern, an welche Situation ich denke. Aber es ist halt irgendwas, was ich auf einmal richtig stark so merke, so das kenne ich, so das ist irgendwas, aber ich kann es nicht genau sagen, was. Das ist dann ein ganz komisches Gefühl. Ich muss auch, also hier mein Geheimtipp für alle. Ich war reiten. Fun Fact, genau. Meine große Schwester hat ja einen Haflinger. Und auf jeden Fall habe ich mich davor mit Sonnencreme eingerieben. Und das ist mein Geheimtipp. Falls ihr euren Sommerurlaub vermisst, reibt euch einfach mit Sonnencreme ein. Es ist so ein geiler Rückblick nochmal. Und man fühlt sich einfach, als wäre jetzt schon Sommer. Und ja. Ich sehe mich schon dann einfach im kältesten Winter so mit einem kompletten weiß verschmierten Gesicht da draußen rumlaufen, so, oh, Sommer. Geil, noch mehr. Eine gute Frage habe ich noch, die ich hier gerade gefunden habe. Und zwar Frage 19. Welche Zeit am Wochenende magst du am liebsten? Unterschrift ist Freitagabend oder lieber Sonntagnachmittag. Die Chance ist groß, dass du bei diesem Thema ein witzig, ich auch entgegnen kannst. Momentan habe ich keine anstrengenden Wochen vor mir, deswegen glaube ich fast Sonntagnachmittag, weil man fühlt richtig die Stimmung in der ganzen Nachbarschaft, dass alle einfach am Chillen sind. Aber normal würde ich immer Freitag nehmen, weil dann hat man das Wochenende noch vor sich. Freitag geht man meistens irgendwie feiern oder hat einfach Spaß.
Oder zu Oh mein Turmgeflüster. Oder Gott. hör den Podcast an. Ah, das ist die schönste Zeit am Freitag, wenn der Podcast auf der Website auftaucht. Genau, deswegen allgemein Freitag, aber momentan Sonntag. Ja gut, dann muss ich gleich mal erwidern, witzig, ich auch. Das muss ich sagen. Nee, bei mir ist es eigentlich auch immer der Freitag. Eigentlich auch jetzt noch der Freitag, weil die Lea hat schon sehr gute Argumente gebracht und außerdem ist für mich Freitags immer der Tag, an dem ich nichts mache. Also da lerne ich nichts mehr für die Uni oder für die Schule, weil das ist der Turmgeflüstertag und da muss ich nichts mehr machen. Und Ja, so. Und Samstag, Sonntag ist dann trotzdem irgendwie wieder ein Lerntag, so ein das bisschen. stimmt. Das ist sehr gut. Und Ja, Freitag. ich muss auch sagen, also jetzt momentan kann ich es nicht, also halt für die jetzige Situation greift die Frage irgendwie gar nicht so richtig, weil sich wirklich mein Leben anfühlt wie ein ganz langes Wochenende momentan. Also ich würde momentan eher so sagen, weiß ich nicht, so Mittwochabend oder so. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich auch der Freitag. Da sind wir uns ja echt einig. Wir sind ein perfect Match. Witzig, ich auch. Okay. Witzig, Match. Wir haben Perfekt. so viel Gemeinsamkeiten. Okay, das ist voll der gute Lifehack, Lea. Das können wir jetzt eigentlich einbringen, dass wir immer geile erste Date-Fragen raussuchen für jede Folge und am Ende ein oder zwei Fragen stellen. Das finde ich voll gut. Ja, Das kann ich total. beibehalten. Also finde ich auch. Und es, also die gute Brigitte hat ja recht. Es ist einfach spannender als dieses übliche awkward Ja, und das stimmt, weil ich finde, Umtanzen. manchmal fühlt man sich dann auch so blöd, weil man selbst mit wirklich guten Freunden irgendwie dann, wenn man dann alles weggelabert hat und man ist so, nee, ich will jetzt nicht, dass es gerade mit meinen besten Freunden irgendwie awkward ist, dann kann man auch einfach mal auf solche Hilfsmittel zurückgreifen. Also es ist ja eigentlich gut. Das Total. ist echt gut. Ja. Ja, ich habe heute Abend. Teilweise, ja, sag du Entschuldigung. erst mal. Ich habe heute Abend auch noch ein Gespräch mit meinen Freunden, also auch ein Skype-Telefonat. Also so und so, also der Clique praktisch. Und da werde ich das vielleicht auch anwenden, mal gucken. Ja. Obwohl wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, deshalb soll es eigentlich funktionieren. Aber Ja, da so. gibt es dann wahrscheinlich schon einiges, aber ja. Okay. Eine allerletzte Sache habe ich noch zu erzählen, obwohl jetzt schon die Abschlussfragen waren, aber das ist noch mein kleines Minzplättchen danach. Und zwar habe ich heute von einem YouTube-Kanal, den vielleicht einige kennen, H3, so schlimm auszusprechen, H3 Productions. Oh, H3. Naja, hat ein Video gemacht über ASMR, was ja schon letzte Woche mal kurz Thema war bei der Lea. Und es Ja. heißt halt so, ASMR has gone too far. Und es ist halt, ich konnte das nicht anschauen, weil es so eklig war. Weil es gibt ja solche Ich YouTuber, glaube, das die habe ich gesehen. Oh mein Gott. ASMR-mäßig auch essen. Also sie verbinden dieses Format Mukbang, wo man einfach Sachen isst vor der Kamera, mit dem Format ASMR, wo man einfach Sachen anfasst vor der Kamera. Und essen aber den widerlichsten Schlürfen und Schmatzen den ekligsten Scheiß in sich rein. Und da ist halt wirklich eine YouTuberin, die Tintenfische und ähnliche von solchen Tieren halt bei lebendigem Leibe einfach isst und die steckt sich so den Okay. Kopf in den Mund und beißt drauf, obwohl der noch lebt. Oh Und mein das ist Gott. einfach und isst halt diese Dinger komplett. Und ich konnte das Video nicht anschauen. Schon der erste Clip, bei dem sie einfach so einen kleinen Tintenfisch so auf ihr Schneidebrett klatscht mit den Tentakeln, hat mir vollkommen gereicht. Und da musste ich schon abschalten, weil ich allgemein wirklich so Tintenfisch-ähnliche Tiere halt ein bisschen eklig finde. Also ich finde, Same. es sind coole Tiere, aber ich will es jetzt nicht so sehen, wie sie tot irgendwo hingeflatscht werden oder so. Das muss nicht sein. Aber ich, Und ich ja. musste sofort abschalten, weil das einfach so eklig ist und auch so gemein. Also einfach die Tiere halt bei lebendigem Leibe reinzufressen, nur für ein ASMR-Video. Und wer, der ganz bei Sinn ist, schaut sich das selber so beim Essen an oder so. Das kann Ist nicht so, und sein. man ist so, Ich auch. geil. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das Video oder ein ähnliches gesehen habe, aber da hat auch eine irgendwie dann so angefangen, Glas zu essen. Ich weiß nicht wieso. Und aber auch noch sowas wie Deo, und ich war einfach nur so, ich kotze gleich, das ist einfach, nee, das geht nicht. Ist eine schöne Note, um jetzt den Podcast zu beenden. Perfekt. Wir Sollen wir auch schicken mal weiter. ASMR-Mukbang-Turmgeflüster-Ding machen? Ach, ich Mein wollte doch Gott. heute auch Popcorn essen vor dem Laptop, ich hab's vergessen. Ja, perfekt. Scheiße. Das Popcorn ist fast leer, aber vielleicht nächste Woche, mal schauen. Ja, Anyway. das. Ja. Damit haben wir dann auch die heutige Folge abgeschlossen, würde ich sagen. Und nächste Woche wird natürlich eine neue erscheinen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann tschüss. Tschüss.